Zunächst benötigen wir Petrischalen. Dazu schneiden wir die Verpackung oben sauber mit einer Schere auf. Die Tüte wollen wir nämlich nochmal wieder verwenden, um die Platten hinterher im Kühlschrank zu verpacken. Dann drehen wir die Verpackung so um, dass die Öffnung unten ist und drücken von oben gegen die Petrischalen und ziehen dabei langsam die Plastiktüte von den Petrischalen ab, sodass der Stapel ohne Tüte stehen bleibt. Wenn wir uns jetzt die Schalen etwas genauer ansehen, sehen wir, dass sie einen Ober- und einen unteren Deckel haben. Der untere Deckel, in den der Agar gegossen wird, ist die kleinere Schale, der obere ist der Deckel. Beschriften muss man die Unterseite, denn der Deckel kann abgenommen und vertauscht werden. Petrischalen, die nicht in steriler Umgebung geöffnet wurden, werden weggeschmissen. Die sind nicht mehr steril, die kann man nicht wieder verwenden. Damit wir später auf der Agarplatte noch die Bakterien sehen können, darf natürlich nicht der ganze Boden beschrieben werden. Daher machen wir unsere Beschriftung möglichst klein an den Rand der Petrischale. Wichtig ist es auch hier wieder, wie bei allen Beschriftungen im Labor, dass man einen wasserfesten Stift verwendet. Und auf die Petrischale gehört, wie bei allen anderen Beschriftungen, natürlich drauf, was in der Petrischale drin ist. In diesem Fall wollen wir LB-Agar einfüllen. Dann schreibt man das Datum und natürlich noch sein Namenskürzel dazu. Und wenn man in einer Klasse drin ist, bitte auch noch das Klassenkürzel. Das macht man jetzt mit allen Petrischalen, die man plant, mit dem Agar zu füllen. Als nächstes benötigen wir unser steriles Nährmedium. Dass es autoklaviert wurde, sehen wir an dem Indikatorband, das jetzt schwarze Striche bekommen hat. Wie wir aber auch sehen, ist unser Nährmedium nach dem Autoklavieren und der Kalten wieder fest geworden. Und so bekommen wir es unmöglich aus der Flasche heraus. Um es aus der Flasche in die Platten gießen zu können, muss das Medium also wieder erhitzt und gekocht werden. Am schnellsten geht das mit einer Mikrowelle. Möchte man ein Medium in einer Glasflasche in der Mikrowelle erhitzen, ist es ganz, ganz wichtig, darauf zu achten, dass der Deckel der Flasche offen ist, muss leicht geöffnet sein. Und man sollte immer eine Schutzbrille anziehen, damit, falls die Flasche in der Mikrowelle explodiert, einem die Glasscherben nicht ins Auge fliegen. Dann schaltet man die Mikrowelle an und bleibt immer vor der Mikrowelle stehen, um zu gucken, ob das Medium anfängt zu kochen. Es kann nämlich sehr leicht zu einem Siedeverzug kommen und dann kocht das Medium über. Das seht ihr jetzt gleich im Film. Das Medium in der Flasche unten schmilzt schneller und dann entsteht ein Agarfropf oberhalb des flüssigen Mediums. Beim Erhitzen entstehen dann Gasblasen, die sehr schnell aus der Flasche heraus wollen, aber der Agarfropf verhindert das. Irgendwann wird der Dampfdruck im unteren Teil der Flasche so groß, dass der Agarfropf nach oben gedrückt wird und der Dampf explosionsartig aus der Flasche entweicht. Und dann wird ganz viel flüssiger Agar mitgerissen und die Mikrowelle mit Agar überschwemmt. Und dann darf man putzen. Das sieht dann so aus wie hier. Dann nimmt man einfach die Flasche heraus, schraubt sie gut zu, putzt sie von außen ab, entfernt den Teller aus der Mikrowelle und wäscht den Teller am besten direkt unter dem Wasserstrahl am Waschbecken ab. Auch verbleibende Agarspritzer in der Mikrowelle werden mit einem Tuch entfernt. Und hat man die Flasche oben auf der Mikrowelle abgestellt und einen Agarrand hinterlassen, putzt man auch diesen natürlich weg. Wichtig ist es, zwischendurch immer wieder den Agar gut zu schwenken. Da er auch beim Schwenken gerne überkocht, sollte man dabei auch die Flasche gut zuschrauben. Bevor man sie jetzt wieder in die Mikrowelle stellt, ist es ganz wichtig, den Deckel wieder zu öffnen, damit keine Explosionsgefahr mit der Glasflasche in der Mikrowelle entsteht. Und so fährt man jetzt fort, bis der Agar komplett aufgelöst ist. Also Flasche immer wieder aufschrauben, in die Mikrowelle stellen, Mikrowelle anschalten, schauen, bis der Agar anfängt zu kochen, den Agar aus der Mikrowelle nehmen, Flasche zuschrauben, schwenken, Flasche wieder aufschrauben, zurück in die Mikrowelle, bis man irgendwann keinen Agarklumpen und keine Schlieren mehr im Agar sieht. Um wirklich sicher zu sein, dass der Agar komplett aufgelöst ist, hält man ihn am besten gegen das Licht, zum Beispiel gegen ein Fenster.
ist der Agar allerdings so heiß, dass man sich einerseits die Finger verbrennen würde, wenn man die Flasche zum Gießen in die Hand nimmt, andererseits aber auch die Petrischalen viel zu viel Feuchtigkeit durch die Kondenswasserbildung haben würden im Anschluss. Daher muss man den Agar jetzt ein bisschen abkühlen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Die eleganteste Möglichkeit ist, den Agar einfach in ein 50 Grad vorgeheiztes Wasserbad zu stellen und ca. 10 Minuten zu warten. In der Zwischenzeit kann man seinen Arbeitsplatz weiter vorbereiten. Die andere Möglichkeit ist, den Agar unter einem fließenden kalten Wasserstrahl abzukühlen. Bei beiden Methoden ist es sehr wichtig, auch wieder die Flasche gut zuzuschrauben, damit der Inhalt weiterhin steril bleibt. Und beim Abkühlen unter dem Wasserkran sehen wir auch, dass das Wasser wie anfängt zu kochen. Das heißt, es gibt ganz viel Schaum und Luftblasen und die würden sonst wieder zum Überkochen des Agars führen. Hierbei muss die Flasche auch wieder gut geschwenkt werden, damit am Rande der Flasche der Agar nicht wieder fest wird. Wenn die Flasche etwa handwarm ist, sodass wir sie anfassen können, ohne uns die Hände zu verbrennen, dann können wir anfangen, die Platten zu gießen. Dazu müssen wir zunächst einmal unseren Arbeitsplatz vorbereiten. Wir beginnen damit, unsere Arbeitsplatte mit 70% Ethanol mit einer Spritzflasche einzuspritzen. Dann nehmen wir ein Zellulosetuch und verteilen das Ethanol gleichmäßig auf der Tischplatte. Möchten Sie Ihren Tisch desinfizieren, achten Sie bitte ganz genau darauf, dass in der Umgebung bei Ihnen kein Brenner am Brennen ist und auch nicht gerade jemand einen Brenner anzünden will. Die Ethanoldämpfe sind sehr leicht entflammbar und es kann zu Verpuffungen kommen. Dann bauen wir unseren Arbeitsplatz auf. Zunächst benötigen wir die Petrischalen, unser Nährmedium, einen Teeklubbrenner, den wir am Gashahn anschließen, und nicht zuletzt müssen wir unsere Hände desinfizieren. Dazu entfernen wir sämtlichen Schmuck, auch Armbanduhren. Denn unter ihnen sind auf der Haut ganz viele Bakterien und die könnten zu einer möglichen Kontamination unserer Platten führen. Dann nehmen wir ausreichend etwa 3 Pumphübe von unserem Handdesinfektionsmittel und ganz wichtig ist es jetzt, darauf zu achten, dass man alle Bereiche der Hände desinfiziert. Also auch die Handgelenke, die Daumen, die Fingerkuppen, die Räume zwischen den Fingern und die Handflächen. Bevor wir anfangen zu arbeiten, muss das Desinfektionsmittel komplett verdunstet sein. Und die Einarbeitung des Desinfektionsmittels auf der Hand sollte ca. mindestens 30 Sekunden andauern. Dann öffnen wir den Gashahn, schließen die Luftzufuhr an den Brenner vollständig . Öffnen die Gaszufuhr an den Brenner, indem wir den Hebel von dem Schlauch wegkippen. Und die Flamme ist entzündet. Klappt man den Hebel zum Schlauch hin, bleibt eine klitzekleine Sparflamme zurück. Die gelbe Flamme ist zwar sehr gut sichtbar, aber nicht besonders heiß und daher fürs sterile Arbeiten nicht geeignet. Um die Flamme jetzt in eine rauschende Flamme zu bringen und das sterile Arbeiten zu ermöglichen, müssen wir jetzt die Luftzufuhr an dem Teeklubbrenner öffnen, und zwar komplett, bis die Flamme richtig laut rauscht. Dann wird die Flamme blau und ist besonders heiß. Jetzt öffnen wir unsere Mediumsflasche, lassen den Deckel aber noch locker auf der Flasche aufliegen. Um mögliche Keime auf der Außenseite der Flasche zu entfernen, müssen wir die Flasche abflammen, indem wir sie kurz durch die Flamme durchziehen. Das sollte man natürlich nicht zu lange machen, weil sonst der Plastikdeckel anfängt zu schmelzen. Damit jetzt keine Bakterien in den Deckel hineinfallen können, schrauben wir den Deckel der Flasche ab und legen ihn mit der seitlichen Kante in der Nähe des Brenners auf den Tisch. Wichtig ist jetzt immer in einem 20 cm Umkreis von der Brennerflamme zu arbeiten und möglichst wenig oder gar nicht dabei zu reden.
Dann hebt man den obersten Stapel, die obersten Deckel ab und gießt langsam und vorsichtig etwas Medium in die Petrischalen, bis sich der Flüssigkeitsfilm in der Schale schließt. So arbeitet man sich von unten nach oben im Stapel vor. Hat man die obersten Platten gefüllt, kann man die Flasche abflammen, den Deckel auch wieder abflammen und auf die Flasche draufsetzen. Dann kann man den obersten Stapel vorsichtig abheben und die unteren Platten oben auf die Platten drauf. Und so fährt man jetzt fort, bis man alle Platten gegossen hat. Dann schaltet man den Bunsenbrenner ab und schließt die Hauptgashahnzufuhr. Ganz wichtig ist es, einen brennenden Brenner niemals aus den Augen zu lassen. Die leere Flasche sollte man möglichst zügig mit heißem Wasser ausspülen, um die Agarreste zu entfernen. Die Platten lässt man am besten am Platz stehen, bis der Agar erstarrt ist. Dann kann man sie wieder in die Tüte packen, mit Klebefilm die Tüte verkleben und im Kühlschrank aufbewahren. Und das war's auch schon. Fertig sind unsere Platten mit Nährmedium.